Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Victoria. Ich habe, wie das letzte Mal angekündigt, meine Truppen ein wenig neu organisiert. Also noch nicht allzu viel. Ich habe neue Truppen in Auftrag gestellt. Wir haben jetzt hier eine neue Armee, die 8. Armee, die stellen wir an die russische Grenze. Wir wollen den Russen zeigen, wir sind auch bei ihnen wachsam. Und wir werden da alle unsere Grenzen möglichst absichern. Das heißt, wir haben jetzt 2 Armeen an der osmanischen Grenze, 2 an der russischen, 2 an der deutschen Grenze, 1 an der sardinischen Grenze und 2 weitere Armeen, nämlich die 1. und die 2. stehen in Wien und in Budapest bereit, um in irgendwelche Richtungen zu rennen. Wir haben außerdem eine Kolonialarmee, eigentlich 2 Kolonialarmeen, eine in Oman und eine irgendwo in Afrika rumstehen. Wir sollten eigentlich in der Lage sein, die meisten Gefahren und Probleme abzuwehren. Es gibt ein paar Länder, gegen die wir wahrscheinlich eher keine Chance noch haben. Frankreich zum Beispiel, die haben sicherlich ein stärkeres Heer als wir. Sind auch technologisch weit, weit über uns einzuschätzen. Aber Deutschland sollten wir eigentlich jetzt in jedem direkten Vergleich und Krieg besiegen können. So, ganz kurz nur. Ich muss mein Kaninchen, das ich derzeit auf meiner Schoß habe, auf den Boden setzen, weil es will runter. Es mag nicht weiter gestreichelt werden. Na gut. Machen wir weiter. Ja, Deutschland. Und schon haben sie wieder 36.000 Mann hier rumstehen. Unglaublich. Die schießen die Armeen raus, als wär's. Württemberg hat da eine kleine Revolution. Kommen die klar ohne uns oder brauchen die Hilfe? Nein, wir brauchen keine Hilfe. Sehr gut. Ja, also ich werde jetzt schauen, dass wir mal die nächsten, diese Folge auf jeden Fall, aber vielleicht auch die Folgen danach eher in Richtung Aufbauen gehen. Wir werden da jetzt unsere Grenzen weiter sichern, überall die Forts verbessern. Ah, sehr schön. Schenken wir Baumwolle an Südafrika, das bringt Prestige. Das ist gut. Also auch wenn das jetzt Grenzen sind, die jetzt nicht unbedingt gesichert werden müssen. Ah, wobei die dann in der Nähe von Sardinien ist vielleicht nicht so schlecht. Wer weiß, sonst gründen die vielleicht noch eher zufällig. Genauso wie Deutschland gegründet ist, kann das ja auch mit Italien passieren. Leider, da sind wir schon überall auf Stufe 2. Sehr gut. Vielleicht sollten wir danach ein bisschen in Militärtechnologie gehen. Nein, eine Grippepandemie. Ach weh. Naja, wir werden diese Grippepandemie natürlich mit allen zu uns zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Stufe 2, ja okay. Die an der Grenze zu Deutschland und Russland haben wir eh schon, also zu unseren feindlichen Nachbarn haben wir eh schon erweitert. Vielleicht werden wir aber auch in Afrika ein paar Forts bauen, vor allem in den reichen Gebieten hier. Alexandria, Tanta, Giza, Fayum, da mal an der Grenze ein wenig. Suez kriegt auch eine. Schwerwiegende Beleidigung, na schauen. Gegen Bhutan, Naja, wir nehmen natürlich die Wahl, wo wir keinen Prestigeverlust haben. Schauen wir mal, was steht denn hier? Spanien, na sowas. Frankreich, Deutschland, Russland, Japan. Marokko mag uns, Japan, Russland, Skandinavien mag uns. Das ist gut, das freut uns. Wir mögen Skandinavien auch. Wir werden auch die Beziehungen verbessern wieder. Vielleicht gehen sie dann wieder ein Bündnis mit uns ein. Nassau. Mandschurei.
Marokko, Deutschland, Russland, Skandinavien, Xi. Lauter Meldungen, die wir eigentlich nicht unbedingt brauchen. Ja, gut. Ich frage mich noch immer, warum Frankreich den Krieg einfach so aufgehört hat. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wir waren definitiv am Gewinnen. Ja, kann man nichts machen. Ist zwar jetzt ein bisschen ärgerlich, weil wir haben auch Prestige dadurch verloren. Aber ich hoffe, Frankreich hat mehr Prestige dadurch verloren. Das Unangenehmste ist vor allem, dass wir Infamie dazu gekriegt haben für nix und wieder nix. Ja, wir hätten das nicht machen sollen. Naja, man lernt nie aus. Gut, Wien wird bereits. Spanien ist eh in unserer Einflusssphäre. Apropos Einflusssphäre. Großbritannien hat die ja erhöht für sich. Das heißt, wir werden da wieder etwas investieren. Wie ist das eigentlich mit Großbritannien? Können wir auch die Beziehungen verbessern? Frankreich mag uns noch. Die sind uns egal, die mögen uns auch. Ja, lassen wir ihn doch glatt. Was, wenn sie wollen, sollen sie. Ja, vor allem da an der Grenze zu Frankreich werden wir einige Forts bauen. Wir könnten unsere Militanz senken oder wir könnten unser Prestige steigern. Wir steigern das Prestige. Pfeif auf die Militanz, noch haben wir genügend bitterer Regen, genügend Reformen, die nicht gemacht wurden und die wir gerne machen würden. Eine Dürreperiode in einer unserer Kolonien hat zu Spannungen zwischen Kolonialbeamten und Einheimischen geführt. Der Löwenanteil des Stauseewassers in der Region wurde zu Kolonialfabriken und Plantagen umgeleitet. Das ist gut so. Was ungenügend Wasser für viele Kleinbauern übrig ließ. Was pfeifen mich Kleinbauern? Die Tage werden zu Wochen und die Spannungen steigen. Eine Option wäre, Wasser zu den lokalen Höfen umzuleiten, aber das könnte im Ausland als Schwäche angesehen werden. Schwäche? Wir? Niemals. Mehr Wasser zu lokalen Höfen? Wir verlieren 5 Prestige. Ah, aber die Trockenphase dauert dafür kürzer. Wir sollten noch mehr Wasser sparen für den Fall, dass die Dürre anhält. Wow. Das würde uns plus 10% geben. Das würde unsere Effizienz sogar steigern. Trockenphase hätten wir dann koloniale Ausbeutung. Das ist ja cool. Wo ist denn das in Sansibar? Gepfeift auf die paar Leute, die dort wohnen. Kann nicht so schlimm sein. Wir sind Ausbeuter. Ihr seht, das habe ich vor einigen Tagen in meinem Let's Talk gesagt. Demokratie ist gut. Weniger Ausbeutung, mehr Gerechtigkeit. Naja. Manchmal. Auf jeden Fall besser als das, was meinen Leuten hier passiert. Warte mal. Deutschland hat die Reserven. Gegen wen führen die schon wieder Krieg? Gegen Skandinavien? Wieso das? Waren die nicht gerade noch gemeinsam im Krieg gegen uns? Oh, sie wollen Schleswig-Holstein erobern. Deutschland ist so arg. Unfassbar. Kann Skandinavien dem standhalten? Das frage ich mich gerade. Ja, Skandinavien, da haben wir jetzt ein Pech. Eigentlich wollte ich mit dir ein Bündnis machen.
Sie werden akzeptieren, das klingt gut. Jetzt, wo sie im Krieg sind, ist eh klar. Er kämpft mit denen Sizilien und Niederlande. Ob die gegen Deutschland eine Chance haben? Das ist eine gute Frage. Nee, ich kann Deutschland keinen Krieg erklären. Sachsen könnte ich hingegen einen Krieg erklären. Kann ich das? Habe ich einen Kriegsgrund gegen die? Nö. Und ich bin auch zu freundlich mit ihnen. Da gibt es noch ein Miniland. Skandinavien hat ein Bündnis mit mir. Jetzt. Das ist eine gute Frage, was da passieren wird. Ha, mehr Forschungspunkte. Sehr gut, wir holen wieder weiter auf. Punktverteidigungssystem wäre vielleicht nicht schlecht. Da könnten wir bessere vorspawnen. Die Schiffe sind uns wurscht mittlerweile. Handel für ein bisschen mehr Verwaltungseffizienz oder Industrie? Industrieverbrennungsmotor schon. Das ist so cool. All dieses Zeug ist so cool. Ich kann mir alles nicht. 10.000 Punkte. Nee, Punktverteidigungssystem ist wichtig. Ich brauche mehr Force an der Grenze. Und jetzt sind wir auch schneller. Ach, ein halbes Jahr für das. Das ist gut. Danach können wir wieder in Industrie investieren. Ist jetzt interessant, was da jetzt passieren wird. Jetzt sind diese 63.000 wieder gefangen auf einer Insel, weil da diese deutschen Schiffe rumkurven. Irgendwie gut, wenn die da mit diesen 15 Schiffen diese 24 auseinandernehmen könnten. Ich weiß eh nicht genau, was das ist. 1473, und was ist das? 087. Was ist die erste Zahl? Eine gute Frage. Schauen wir mal. 0010. Die erste Zahl sind die Kriegsschiffe. Die zweiten sind die Kreuzer. Also die großen Kampfschiffe quasi. Und das dritte sind die. Na okay. Sie werden da gar nichts auseinandernehmen mit denen. 087 gegenüber 1473. Nö. Ja, Skandinavien, ich glaube, da wirst du Schleswig-Holstein verlieren. Da kann man, glaube ich, nicht allzu viel machen dagegen. So, und noch ein Gebiet, das wir kolonialisiert haben. Und das hoffentlich gleich von meinen. Aber genau das werden wir jetzt machen, nachdem wir jetzt die. Nachdem wir ja jetzt hier wieder Fabriken gebaut haben, wie wir sie brauchen und wollen, könnten wir rein theoretisch, wieder auf die Liberalen wechseln. Machen wir das. Gut, dann müssen wir. So. Dann haben wir wieder 50% Steuern. Da gehen wir da wieder runter ein wenig. Auf 50%. Allzu weit runter möchte ich da jetzt nicht mehr gehen. Und da gehen wir wieder auf 10%. Brauchen wir jetzt keinen Krieg führen. Das sollte eigentlich ausreichen. Ja, das reicht aus, um uns über Null zu halten. Gut. So, schauen wir, was ist da noch? Columbia. Mexiko.
Das wäre natürlich interessant gewesen. Das wäre gut gewesen, wenn. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Na gut, noch ist Skandinavien ja nicht geschlagen. Schauen wir mal. Mehr Nitroglycerin. Sehr gut. Meine Armeen werden weiter gebaut. Sehr gut, die Armeen. Nur noch da fehlt eine und da fehlt eine Einheit. Hermeneutik. Das ist ja toll. Die Hermeneutik ist entweder ein Ableger oder eine Weiterentwicklung der Phänomenologie und steht für eine interpretationistische Sicht der Realität. Sie steht dem Idealismus aber näher als dem Realismus. Na gut. Soll sein. Ja, ihr dürft durch. Solange diese deutschen Schiffe da rumfahren, wird da kaum was passieren. Aber die Sizilianischen dürften nicht so schlecht sein. Wäre irgendwie gescheit, wenn diese Flotte da auch runterkommen würde und die Sizilianischen Schiffe unterstützen würde. Aber es schaut nicht so aus, als würden sie sowas tun. Sehr gut, die 66.000 Mann kommen weiter. Ah. Ha, das ist ja gut. Sizilien ist ja ein großartiger Verbündeter für Skandinavien. Die helfen ihnen ja tatsächlich, dass sowas mal vorkommt. Ein Verbündeter, der einem hilft. So, wir haben alles, was wir in Afrika kolonialisieren können, kolonialisiert. Wir können nichts mehr kolonialisieren. Da unten gibt es zwar noch was. Ich weiß nicht genau, warum der Computer das nie kolonialisiert. Aber um ehrlich zu sein, wir kommen mit unseren Schiffen einfach nicht weiter. Wir können nichts weiter kolonialisieren. Ich meine, wir könnten da noch den Marinestützpunkt erweitern. Vielleicht kommen wir da noch ein bisschen weiter. Aber ich fürchte sehr viel. Wird uns das auch nicht bringen. Und auch in diese Richtung können wir nur bis Indien kolonialisieren. Das war's mit unseren kolonialen Bemühungen. Alles, was wir jetzt an Kolonien kriegen, müssen wir erobern. Jemen haben wir ja schon mehr oder weniger in unserer Sphäre. Fast gleich. So. Portugal. Schaut gut aus. Ja, so wie es ist. Peru. Meinung senken von den USA. Das geschieht ihnen recht. Das haben sie nämlich auch versucht rauszuwerfen dort. Der Jemen und Spanien. Gut, dann schauen wir uns jetzt noch ein Gebiet an, das wir in unsere Einflusssphäre nehmen wollen. Chile noch einmal. Gut, dann schauen wir uns diesen Krieg weiter an, während gleichzeitig die Welt untergeht. Ja, auch die Niederlande da darf durch. Ah, die Niederlande wird besetzt. Verstehe. Aber jetzt, wo die 66.000 da sind, kann ich mir gut vorstellen, dass Deutschland vielleicht doch noch eine auf den Deckel kriegt.
Ah, da fällt mir ein, ich glaube, die 8. Armee hat noch keinen Anführer. Sollen wir gleich einmal schauen, ob man das Ausbau besser. Oh, plus 5 und plus 5, aber minus 70% Moral. Naja, wurscht. Wer braucht schon Moral, wenn er alles niederschießt? Doch, die haben schon einen. So, 30.000, 30.000. Noch die, denen fehlt eine Einheit. Kommt die auch irgendwann nochmal? Ja, irgendwann. Sicher. So, ich glaube, die da brauchen noch einen Dragoner. Dragoner, der darüber geht. Und dann werden wir schauen, ob wir gleich noch eine Armee ausbauen können. Deutsch. Vielleicht hierher. Oder wieder nach Gjör, oder? So, schauen wir mal. Da können wir eine Garde bauen. Schauen wir mal, ob wir sonst noch irgendwo eine Garde bauen können. In Temeswar, die bauen wir dann auch gleich. In Temeswar, die bauen wir dann auch gleich. Gut, dann haben wir 2, 3, 4. 5 Infanterien. Da haben wir einmal Artillerie, zweimal Artillerie. Da haben wir einmal Pionier und bei den beiden warten wir noch. Die zwei Pferde und kommen ganz am Schluss, wenn die zwei haben. Also wenn der seinen. So, schauen, 11.000 Sizilianer. Guck da. Das ist gut. Ich glaube, Deutschland kriegt wieder eine auf den Deckel. Das ist sogar ausgezeichnet. So, der Jemen ist jetzt ein Teil von meinem Reich. Beziehungsweise ist es ein Satellit, also so eine Art Satellit von mir. Könnten wir aufhören, da Geld zu verlieren? Achso, das machen die Dings. Das machen meine. So, gehen wir mal nach ganz unten und suchen von unten nach oben einen General. Verteidigung plus 1, Angriff plus 1 und Moral plus 50%. Naja, wurscht. Das ist gut. Naja, die Liberalen haben wieder alles zugesperrt. Ist eh klar. Lemberg ist fertig. Ach so, ja stimmt. Nationale Foki müssen wir auch irgendwann mal wieder einstellen. Gut, zwei Pferde brauchen wir noch. Einmal einen Dragoner, einmal einen Husaren. Gut. Was haben wir gesagt? Unsere nationalen Foki. Schauen wir mal. Facharbeiter 7,8 und 7,3% ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dass wir da noch bleiben. Und 5,4. Da brauchen wir auch noch. Und Angestellte fördern wir auch. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Böhmen. Wie schaut das aus? Böhmen 1,8 Millionen.
Einwohner bereits in Böhmen, das ist Wahnsinn. Da haben wir echt viele Leute schon drinnen. Gut, Slowakei mit 1,4 Millionen ist auch sehr bevölkerungsreich. Und sogar 11% Süddeutsche schon. Na schau an. Das mit den Süddeutschen wird schon besser. Also im Spiel heißen sie Süddeutsche, aber wir alle wissen, dass es Österreicher sind. Alfeld hat auch schon 22%. Das ist gut. Schlesien hat noch keine. Naja, das war abzusehen. Schlesien hat nur 6% Facharbeiter. Lombardei. Hey, in der Lombardei sind auch schon Österreicher. Das ist cool. In Österreich sind nur Österreicher und ein paar andere. Aber Österreich war ja immer so. Also in der Provinz Österreich so. Schaut fast wirklich so aus, als könnte. Boah, 29,24% Punktverteidigung. So, dann haben wir gesagt, Industrie als nächstes. Halbautomatisierung oder günstiger Stahl oder organische Chemie. Farbstofffabrik und Treibstofffabrik. Oder Halbautomatisierung. Ja, Fabriken werden billiger und produzieren besser. Das ist viel besser. Na, das schaut ja schon ganz gut aus. Skandinavien könnte diesen Krieg tatsächlich gewinnen. Also wenn die Niederlande nicht zu stark eingeht dabei. Baden ist bankrott, na super. Ein Kolonialzwischenfall. Ein Christgrund gegen Skandinavien, den würde ich wirklich, wirklich gerne nutzen, wenn ich nicht mit ihnen verbündet wäre. Das ist so ärgerlich. Na gut. Mist. Signaltrupps, hey, wir kriegen ein Plus für Belagerungen, das ist gut. Ja, Frankreich und Russland müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz, ganz eng bei uns halten, weil wir nicht verbündet sind mit ihnen. Und wir wollen auf keinen Fall einen Krieg mit den zwei Typen. Könntet ihr uns sagen, warum wir weiter Geld verlieren? Das ist nicht lustig. Ach Gott, komm auf 30% runter. Das ist ja wurscht, wir führen eh keinen Krieg. Wenn wir Krieg führen, gehen wir einfach wieder die Dings, die. Kommen einfach wieder die. Okay, wo sind denn jetzt die ganzen skandinavischen Einheiten hin, also die sind da raufgegangen in der Zwischenzeit. Okay. Unsere 9. Armee. Sehr gut. Kriegt auch gleich einen an. Führer. Wir nehmen Karl von Zaringen, der klingt gut. Und wir benennen sie um in 9. Armee. IX-te. Die X-te quasi Armee. Gut. Wir rüsten auf, wir rüsten auf. Ich glaube, wir können dann auch irgendwann mal eine Kolonialarmee wieder gründen. Wir haben da relativ viele Typen.
Synchronisierte schwere Feuerunterstützung erhöht unsere Verteidigung. Auch nicht schlecht. Boah, die skandinavischen Truppen gehen durch die Deutschen durch wie ein heißes Messer durch Butter. Okay. Da haben die da so einen wahnsinnigen General. Oder sind wirklich so viel stärker? Ich glaube, technologisch werden sie ziemlich gleich auf sein. Naja, und das sind doppelt so viele Truppen. Spricht natürlich für Skandinavien. Schauen wir mal, wie schaut das mit dem Krieg aus? 5% haben sie, aber Skandinavien will Schleswig-Holstein, den Rest von Schleswig-Holstein erobern. Nicht schlecht. Und Sizilien will Polen, Litauen befreien. Naja. Das ist ja doch eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Obwohl es schon sehr lustig wäre. Wenn sie das können, schaffen. Ein internationaler Konflikt in Thessalien. Nein, wir werden keinen dieser beiden unterstützen. Da müssen wir nämlich auf jeden Fall gegen Frankreich und Russland antreten, wenn wir einen von den beiden unterstützen. Okay. Wowzers. Sehr gut. Ich finde das ausgezeichnet, dass Deutschland eine so auf die Mütze kriegt. Das haben sie auch unbedingt angreifen müssen. Ist das Schleswig-Holstein? Ja, das ist Schleswig-Holstein. Die würden darunter bis Lübeck gehen. Lübeck-Lauenburg. Wenn sie das erobern, und sie werden es erobern, das schaut nicht so aus. Das schaut nicht so aus, als würde da noch irgendwas passieren. Ich meine, die Niederlande sind jetzt aus dem Krieg draußen, was das Ganze noch schlimmer macht. Weil die waren der einzige Grund, warum Deutschland noch nicht so stark verloren gehabt hat. Naja, wer weiß, was da für Truppen waren. Das habe ich ja nicht gesehen. Das habe ich ja nicht gesehen. Gut, Herrschaften. Das war mal ein angenehmes Let's Play, zumindest kriegstechnisch. Wir haben anderen Ländern zuschauen dürfen, wie sie Krieg führen. Wir können ihnen auch beim nächsten Mal weiter zuschauen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes.